ich als kleiner Marienkäfer, als kleiner großer Marienkäfer. Ich habe extra ein Kleidchen für euch angezogen. Ganz viel. Tü-tü. So sieht das Ganze aus. Die Pendel sind weg. Auf jeden Fall wollte ich mich jetzt noch mal ein bisschen schminken. Und noch zwei Zöpfe machen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Das muss ich jetzt hier alles so spiegelverkehrt machen. Das wird schwer. Ich habe tatsächlich meine Fastnachtskiste rausgekramt, um am letzten Tag nochmal hier ein bisschen was. Herzurichten. Oh. So. Ist ungefähr gleich, oder? Das sieht ja komisch aus. Ich gucke jetzt da nach unten, weil die Kamera ist da oben. Schiff ist hier unten. Oh, das sieht aber komisch aus. Egal. So ungefähr. Denn ich habe zwei Reichen. Eine. So. Lustig. Schwarz dabei. Ich drehe durch. Jetzt habe ich kein Schwarz. Aber das gefällt mir nicht. Ich muss das nochmal neu machen. Das war diese Seite hier. Was habt ihr in Fastnacht gemacht? Wart ihr weg? Oder nicht? Eigentlich liebe ich Fastnacht. Ich war sogar mal ein Funke-Mariechen. Aber dieses Jahr ist Fastnachtfeiern eigentlich äußerst uncool. Ich möchte aber trotzdem mich ein bisschen für euch herrichten. Sieht irgendwie komisch aus. Aber wegen dem es ist, wie es ist. So. Jetzt gefällt mir die andere Seite nicht, aber egal. Ich lasse das jetzt so. Genau. Ich habe jetzt leider kein Schwarz. Funktioniert auch gar nicht mehr. Ich glaube, ich muss mich Stockwerk höher setzen. Oh Mann, dass man mich ein bisschen sieht. Aber warum gehen die Stifte jetzt nicht? Jetzt bin ich da irgendwo reingekommen.
Hey, aber das sieht gar nicht schlecht aus. Abgefahren. Ich wollte aber eigentlich ich habe keine Ahnung, was ich da male. Es geht. Hauptsache, ich krieg das auch wieder ab. Ich mache das jetzt mal so von hier. Das mache ich hier mal weg. Sieht gar nicht so schlecht aus. Marienkäfer. Ich weiß gar nicht, wie ein Marienkäfer macht. Vom Geräusch her. Auf jeden Fall war ich damals ein Funke-Mariechen und habe damals auch sehr viele Auftritte gehabt. Aber jetzt ist man natürlich ein bisschen aus dem Alter draußen, obwohl ich den Karnevalsverein mega cool fand.
Gott, ich glaube, ich muss mein Gesicht festhalten. So langsam fängt es an, süß auszusehen. Wenn ich es nach oben mache, sieht es aus wie ein Clown, oder? Sehe ich aus wie ein Marienkäfer. Ein bisschen. Auch auf der Stirn? Nee, oder? Also mein Herzband finde ich ja am schönsten hier. Das ist mir ja richtig gut gelungen. Ich darf da jetzt echt nichts versauen. Es ist so schwer, dieses Spiegelverkehrte. Aber sieht doch eigentlich bis jetzt ganz gut aus. Jetzt habe ich hier fast die.